von Islam und Ahl Sunnah und Jama'a und unsere Scharia. Bitte, wo Okay. steht das? Bitte steht das im Koran? Nenn mir bitte eine Sure. Okay, ich werde gucken. Ich habe eine kann ich auch etwas sagen nachher. Warte mal, das wird mir hier zu Dings. Guck mal, Yamna, noch einmal. Bitte, Leute, ich will euch nicht kicken. Ich spüre hier irgendein Hass. Ihr seid so Dings. Bitte? Lasst das Hass? Bitte sein. Nein, 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 lass das bitte sein. Ich weiß Dings. Ist in Ordnung, das ist mein Stream. Dings, die Semra hat noch nicht geredet, die war noch nicht fertig. Semra, ich bist du eine jetzt Frage fertig? Gestellt, Schatzi. Ach, eigentlich und ich habe nur eine Frage zurückgestellt. Und okay, wenn warte, so aber ich habe geht, dann doch geht gesagt, runter, aber Jamna, ich habe doch gehasst. Gesagt. Guck mal, ich habe doch ich gesagt. Ich rede nicht aus Hass. Ich rede so, Yamna, damit Yamna, andere Yamna, auch verstehen können. Yamna. Das ist was. Guck mal, Yamna, nein, nein, so läuft die Sache hier nicht. Guck mal, ich habe klar und deutlich gesagt, bei allem Respekt, Leute, ich habe klar und deutlich gesagt, wenn ja, wenn die Semra zu Ende geredet hat, darf der wieder locker was sagen. Und daraufhin kam Yamna, hat irgendwas in Arabisch geredet, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, und hat dann quasi sie eine Frage gestellt. Sowas macht man nicht einfach. Lasst doch einfach eure Emotionen mal ein bisschen beiseite und diese Hass und diese ganzen Sachen. Das interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert nur eure persönliche Meinung. Aber Lara, ich möchte dir schnell eine Sache sagen. Ja, Sam, was, diese mal, Dame Semra, oben, hör zu, diese Dame oben hat gesprochen. Ja, aber warte mal, warte mal. Semra, warst ja. du jetzt fertig? Warst du fertig okay. mit deiner... Sie hat zweimal eine Frage gestellt und wir haben probiert, was zu sagen. Und dann hat geheißen, sie hat nicht fertig gesprochen. Also dann soll sie keine Frage stellen. Ihr habt aber dazwischen gesprochen, ihr Lieben. Zweimal, zuerst vorher schon eine Frage gestellt, die wollte was sagen, hat geheißen, ich lasse die nicht ausreden. Also, okay. Genau. Ich sage meine Meinung nochmal. Alter, jetzt habe ich den jetzt auch gekickt. Semra, verzeih mir, du konntest jetzt auch dein Dings nicht Dings machen. So, bitte mach nochmal deine Sache zu Ende. Ich sage hier meine Meinung, kommen die sofort mit Quellen. Wir können auch später irgendwie uns Quellen schicken. Ja. Meine ja. Meinung ist, eine Frau darf man nicht zwingen. Das ist jetzt meine Meinung, denn Mann und Frau ist für mich gleichberechtigt. Ja, das ist mein Wort. Für dich persönlich. Okay. Mhm. Nicht genau islamisch. Für mich persönlich. Ich lasse mich auch von keinem Mann zwingen, ist so. Ja. Also ich hatte ja, jetzt... Ich kann mich nicht zwingen lassen, weil ich habe einen freien Willen. Wenn ich was mache, mache ich das aus Überzeugung und aus meinem Herzen und nicht für andere. So, das ja, war das so ist mein schön. Wort. Ja, genau, das ist auch das Allerwichtigste, dass wenn eine Frau irgendwas trägt, die soll aus Überzeugung das machen. Es gibt natürlich auch Frauen, die entscheiden, wirklich den Mann zu folgen und sie entscheiden das ja. freiwillig, weil das sie meinen, ich auch der gesehen. Mann... Genau, warte mal bitte, weil sie meinen, der Mann führt sie zum Guten, so. Das ist alles in Ordnung, alles akzeptabel, solange die Frau nicht gezwungen wird, ja, jetzt unabhängig von Religionen, es ist alles in Ordnung, ja. Aber ja, ich habe Probleme nur, wenn man Frauen halt zwingt zu etwas, ja, das ist mein Problem. Und natürlich, wenn wir jetzt religiös gehen, ne, wie vorhin auch gesagt, im Islam gibt's, natürlich gibt's diesen indirekten Zwang, weil das heißt ja, wenn du dich nicht bedecken tust, dann wird Allah dich bestrafen, das ist eine Sünde und Hölle und so. Ja, natürlich wirst du dann dich fürchten sozusagen von Allahs Strafe und dann hast du dich, dann ist es halt ein Zwang, dass du dich bedecken sollst. Weißt du, was ich meine? Weil du willst ja nicht in der Hölle brennen und so. Ne? Aber soll ich dir was sagen? Ich lese überall, wie barmherzig Allah doch trotzdem ist. Also guck mal, ich sag jetzt so, ich bin noch nicht bedeckt. Wenn ich jetzt sterben würde, also man weiß nicht, wie lange man lebt, ne? Vielleicht habe ich so viele gute Taten im Leben gemacht, dass ich trotzdem ins Paradies komme. Das können wir doch nicht wissen. So barmherzig ist Allah. Natürlich sollst du dich bedecken. Also ich muss ja, eins ja, sagen. Ja, komm jetzt zu dieser Dings. Wir wissen schon, der Allah ist nicht nur barmherzig, nein, der Allah ist diese, auch der Böse, der Zornige letzte. Und so weiter. Aha. Ich möchte ja. nur das Letzte sagen. Ich fühle mich besser, wenn ich lockere Kleidung anhabe. Also jetzt ja. nicht wegen Dings. Ich fühle mich wohler, wenn ich nicht angegafft werde wegen meiner Figur oder so. Es gucken ja. wirklich ganz viele Männer mit schlechten Augen und ich sehe das. Da fühle ich mich schon unwohl, weißt du? Deswegen finde ich eigentlich gut so lockere Kleidung oder so. Aber jeder soll anziehen, was er möchte.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, klar, natürlich. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die ziehen sich, wie gesagt, auch vorhin habe ich das öfters erwähnt, sie ziehen gerne Miniröcke an, weil sie haben halt schöne Beine und sie möchten halt gerne die Beine Dings zeigen und die haben halt keine Probleme mit Blicke. Aber wenn du dich persönlich mit breitere Kleidung dich so wohler fühlst, dann sei dir gegönnt. Gerne, bitteschön. So, jeder so wie er mag. Black Mask, bitteschön. Hallo, Salam Hallo, Malcolm. alaikum. Also zum Thema jetzt Barmherzigkeit. Allah ist Zum Thema, Allbarmherzig. nee, bitte zum Thema Bedecken der Frau und so weiter. Also das haben wir eigentlich hier, haben wir das Thema. Darum Was geht ist es deine ja. Meinung? Soll die Frau sich so Darum geht kleiden, es wie ja. sie möchte? Und ob die Frau im Islam unterdrückt ist? Bitte deine Meinung. Ich bin der Meinung, wir Menschen brauchen klare Regeln, ja, weil wir sehen, wie die Welt jetzt funktioniert. Wir leben wie in einem Affenhaus, ja. Jeder mal, wir wissen ja, was ich meine. Die Menschen sind alle verrückt. Und wenn wir keine klaren Regeln haben, dann gehen wir immer mehr in den Abgrund rein. Ja? Und Genau, deswegen ist es. deswegen haben wir ja zum Beispiel hier in Deutschland haben wir die Demokratie und das ist so unsere Regelung, unsere Gesetzgebung. Ja, Genau, aber da brauchen wir gar keine Gesetze. Demokratie definiert man nicht so, wie man will. Verstehst du? Also man kann nicht Freiheit haben bis zum geht nicht mehr. Am Ende geht die Gesellschaft kaputt und wir sehen, wie die Gesellschaft kaputt geht. Klar, Die Leute natürlich, machen hier natürlich, keine du hast Kinder hier mehr. Grenzen. Ja, natürlich, du hast hier Grenzen. Das ist schon klar. Wenn Richtig. du laut unserer Gesetze die Demokratie nicht gehst, dann bist du ja auch bestraft und so. Das ist klar. Aber diese Demokratie, ne, das ist ja ein Gesetz für jeden, sei es gläubig, sei es ungläubig. Weißt du, was ich meine? Da hat jetzt Gott nichts zu suchen, sozusagen. Weißt du, was ich meine? So, Gott hat und überall jeder was muss zu sich suchen. natürlich. Weißt du, Gott hat Und immer was jeder. zu suchen auf der Erde. Nein, Was zu nein, suchen. stopp, hallo, noch einmal. Mara, Ich bin Mara, lässt du mich mal agnostische. ausreden oder Nein, darf ich nicht nein, reden? Ich nein, meine, ich noch bin nach einmal. Ich hochgekommen, bin um zu reden. agnostische. Hallo, hallo. Ich bin Ich agnostische respektiere das, was du Atheistin. bist. Ich Ja, respektiere das. aber wenn ich sage, Gott hat hier nichts zu suchen, dann ist es auch so, weil das so meine Ansicht ist. Ihr könnt jetzt nicht von der Seite springen und sagen, nein, nein, Gott ist da und so. Nein, das interessiert mich nicht. Gott interessiert mich gerade eben nicht, ja? Der Aber Gesetz, Gott hat also doch wir dich haben und ein deine Gesetz. Eltern erschaffen. Gott hat dir doch Genau, ein schönes warte Kind doch. eingebracht. Okay, dann lass mal nicht auf Das dieses kann doch Thema wohl nicht eingehen, wahr du. sein. Meine Güte, immer so, wieso seid ihr immer so fanatisch? Wieso seid ihr denn immer so Okay, fanatisch? nee, du hast ja gerade irgendwie Nein, gemeint, dass die Frau im Islam nein, unterdrückt warte, wird. warte, warte, Okay. warte, 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 guck mal. Da müssen wir das halt so machen. So, noch einmal. Noch einmal. Mich interessiert kein Gott und so weiter. Kapiert ihr das? Wenn ich sage, die Demokratie ist unser Gesetz, das heißt, wir alle haben uns hier einzuhalten. Und da kann kein Gläubiger von der Seite kommen, sei es Christ, Jude, Muslim, Buddhist, sonst was, und sagen, Gott hat so gesagt und du musst so sagen. Nein, so läuft die Sache nicht bei mir, okay? So, Punkt. Habt ihr das endlich kapiert? Ihr könnt gerne eine Anfrage jetzt schicken und wir reden hier vernünftig auf menschlicher Basis. Wenn es geht, weniger religiös, ja? Bitte schön. Ich möchte nur eure Meinung und Ansicht hören. Okay, Bitte dürfte schön. ich kurz allein ein Argument, okay? Und zwar, das Problem ist hierbei, wir werden nur über Zwang also konfrontiert, ja, dass es hier nur Zwang gibt, aber hierbei müssen wir auch bedenken, wir sehen leider immer mehr Videos, wo Frauen das Kopftuch eher runtergezogen werden. Frauen, was bedeckt sind, Ja. werden geschlagen, weil sie bedeckt eben sind. Ja. Das ist der erste Ja. Punkt. Und der zweite Punkt ist auch hierbei, was halt auch ein bisschen wehtut. Man sagt doch gerne Saudi-Arabien, das ist ein schlechtes Land. Wenn man selber in Saudi-Arabien war, da sieht man auch selber mal, sagen wir mal, ein Mall, eine Mall, ja, richtig ein Zentrum. Da sind auch die Frauen nicht alle bedeckt. Daran sieht man, dass das Kopftuch ist kein Zwang. Warum? Die in Saudi-Arabien selbst, das sind die meist praktizierenden Menschen. Das habe ich auch gesehen. Manche Frauen in Saudi-Arabien, die sind also ganz normal geschminkt und so. Habt ihr auch gesehen? Ja, Ja, aber da, da gibt es ja so viele, die haben halt den. Entschuldigung, mach ich Entschuldigung, du. Lara, über die wird auch gesagt, dass sie keine echten Islamer sind, dass Saudi-Arabien den Bach runtergeht, dass es ein Verräterland ist, was Islam betrifft. Aber kann auch sein, vielleicht leben da, vielleicht auch sind das Andersgläubige, weiß ich nicht. Ja, also die Bedeckung, ich habe ja eine Zeit lang, ja, was heißt die gelebt in Saudi-Arabien, ich habe ja die kleine Umrah, die kleine Hadsch gemacht, also die Umrah habe ich gemacht und da war ich so einen Monat da tatsächlich hinunter
Und da haben wir natürlich auch die Saudis ein bisschen kennengelernt und so. Und tatsächlich, viele Niqabis, sage ich jetzt mal, die sind auch Atheistin, ja. Und die haben auch, weil mein Freund, der kann halt Arabisch, der kann perfekt Arabisch, der hat halt mit sie ein bisschen so geredet und so. Und die meinten ja auch so, dass sie tatsächlich so ihre Räume haben und die trinken da ihr Alkohol und machen ihre Party so in Versteck, so dass die Regierung also das nicht mitbekommt und so. Weil wenn die Regierung das mitbekommt, dann was weiß ich, was alles mit denen so passiert. Also da gibt es schon Sachen, was man so alles hört, ne? So friedlich und Dings ist jetzt auch nicht, ne? Deswegen sage ich ja, meistens diese Bedeckung, auch so der Niqab, das ist ja auch eine arabische Tradition, das darf man nicht vergessen, das ist natürlich auch religiös bedingt, aber auch kulturell bedingt so. Und die Männer dort, die haben ja auch diesen weißen Gewand, den Kamis an, und das gehört ja auch zu ihrer arabischen Tradition auch dazu. Ne? Ja. Bitteschön. Ich war gerade auch ein bisschen, sagen wir mal, verwundert, warum Mahir, warum wurde gerade nur auf das eine Argument reagiert, ja, mit Saudi-Arabien. Zum Beispiel das andere Argument, mit dem, dass Frauen gefilmt werden, wie sie geschlagen werden, darum, da sie den, sagen wir mal, Niqab tragen oder die Bedeckung tragen, ja. Die Frauen werden dafür geschlagen, sie werden betreten, angespuckt. Es gibt sehr viele Videos, die habe ich auch selber leider gesehen, wo einfach die Frauen genau deswegen geschlagen werden. Warum? Ihr bedeckt euch, ihr seid in einem Land, was nicht danach lebt und so weiter. Ja? Wie gesagt, ich lebe immer noch nach dem Motto, wenn man eine Frau zwingt, etwas auszuziehen, so kann man mäßig auch einer Frau sagen, also man sollte nichts dagegen haben, wenn man auch einer Frau sagt, zieh dir doch etwas an. Zum Beispiel im Sommer, ich als Mann, ich laufe zum Beispiel jetzt auch nicht mit der kürzesten Hose, mit einem Tanktop oder Oberkörper frei rum. Zum Beispiel, ich trage auch meine normale Hose, mein normales T-Shirt, ja. Deswegen, Abu, aber man ganz kann nicht kurz sagen, dass eine Frau gezwungen wird, so wird, etwas mäßig anzuziehen, wenn sie auch so eben gezwungen wird, auszuziehen. Ja. Wo wird sie dann gezwungen? Von wo sind die Videos denn? Wie bitte? Wo sind die Videos? Kann ich mal kurz was dazu sagen? Ganz kurz, Manzo. Bezüglich, Mahir, das stimmt tatsächlich, ich kann, wie gesagt, auch meine Erlebungen und Erlebnisse erzählen und die Sachen, wie ich das damals gesehen habe. Ja, also nicht alle Niqabis wurden geschlagen und so. Ich weiß, der Abo hat es nicht behauptet, aber es gibt tatsächlich auch einige unter ihnen, die werden tatsächlich angespuckt, auch so geschlagen jetzt nicht direkt, habe ich jetzt selber nicht so erlebt, aber auch angespuckt, beleidigt und dies, das und jenes. Oder? Ja, und da denkst du dann auch so, ja, zum Beispiel Richtung NRW gibt es ganz, ganz Ach viele. So, in Deutschland meinst du jetzt? Ja, in Deutschland. Okay. Genau, in Deutschland. Also das ist schon heftig. Und zum Beispiel, wo ist noch der Niqab als verboten? Ich glaube, in Frankreich war das und in der Schweiz und so. Also das, ich weiß nicht. Aber gut. Also, ganz kurz mal was dazu. Ja. Der Abu sagt ja, die Frauen werden, denen wird der Kopftuch entrissen und so weiter. Kein Mensch befürsagt das. Es gibt keinen Mensch mit einem gesunden Verstand, der sagt, dass er das okay findet. Nur passieren diese Taten durch Einzelpersonen oder durch ein paar, sage ich mal, Hinterwäldler. Genau. Aber die passieren nicht im Namen von Gottes. Derjenige sagt nicht, Gott hat gesagt, du reißt jetzt dein Kopftuch aus und deswegen greift er in deren Privatsphäre ein. Das muss man unterscheiden. Ne? Wenn wir ein Beispiel suchen, dann suchen wir ein Beispiel auf der gleichen Ebene und nicht menschliche Fehler mit einer Sage, sag ich mal, von Gott jetzt. Ja, genau, das sind Einzelfälle und dass man das so dahin stellt, als ist es nur oder die meisten so, das ist ja jetzt auch falsch, ja, okay. Mhm. Aber ich finde auch, dass man überhaupt niemanden angreifen soll von wegen ihrer Kleidung, das ist ja auch schrecklich. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genauso sollte man keine auf Mann so zum Beispiel nochmal, du hast gerade gemeint, so. Alles gut, wieso habe ich gerade dieses Beispiel gebracht? Warum? Weil ich gerade zum Beispiel auch das Beispiel gehört habe, mit zum Beispiel, dass die Frauen dafür geschlagen werden, von zu Hause rausgeschmissen werden, wenn sie sich nicht bedecken. Ja? Das bedeutet, wir hören euch zugleich auch von einer Seite, die Frauen werden genau deswegen sogar geschlagen, wenn sie sich sogar nicht bedecken würden. Wenn sie genau bedeckt sind. Deswegen, das ist irgendwie wieder dieses. Es balanciert sich mäßig auf einer Seite und auf der anderen Seite. Man hört auf einer Seite, eine Frau wird geschlagen, wenn sie es nicht trägt. Und auf der anderen Seite, man hört, eine Frau wird geschlagen, wenn sie es trägt. Ja. Das heißt, deswegen habe ich nämlich auch dieses Beispiel gebracht, das Argument. Aber passt dann so ein Niqab eigentlich dann in das Zusammenleben dann in Europa? Passt das dazu, wenn man einem Menschen... Das ist dann die nächste Frage, ja. Wenn man einem Menschen das Gesicht nicht sieht, passt das denn dazu? War doch bei Corona auch so. Wer hat das jetzt gesagt? Islam. Ja.
Was ist das bitte für ein Vergleich? Was das ist doch so ein, sag mal. Ein. Das kannst du doch nicht vergleichen, was redest du? Wieso denn nicht? Also bei dem einen, zum Beispiel im Winter war das jetzt, sehr ähnlich. Bleib mal hier realistisch, bleib mal ernst. Halt. Ja, aber und das war doch wirklich so, oder nicht? Also es ging über 2-3 Jahre. Das funktioniert doch nicht. Wir haben doch auf der Straße haben wir keine Maske getragen. Aber zum Beispiel, wenn wir in die geschlossenen Räumen, aus dem Verkehrsmittel. Ganz kurz, Islam, ganz kurz, wenn du schon was behauptest, bleiben wir bei der Realität. Uns wurde nicht gezwungen, draußen auf der Straße im Park eine Maske zu tragen. Das war, wenn wir zusammengekommen sind, wo die Gefahr bestand. Also du kannst nicht ein Ding, was mit Public Safety zu tun hat, vergleichen mit wie wir auf der Straße rumlaufen. Ich stimme dir dazu, aber ich rede gerade über staatliche Institutionen, zum Beispiel, sagen wir mal, in der Schule, auf der Arbeit. Na. Aber merkt ihr was? Meine Frage merkt ihr ist, was ihr das? Also, noch einmal, wir sind schon wieder, ich weiß ja nicht, wieso eure Gedanken funktionieren. Jetzt noch einmal. Die Maske ist kein Kleidungsstück. Lass bitte diese Maske und Corona mal aus dem Spiel. Der Niqab, das Kopftuch, Mini-Rock, Rock, Pulli, so, das sind die Kleidungen. Okay, so, bleiben wir bei der Realität und lassen mal diese Maskengeschichten so. Islam, was sagst du eigentlich zu meinem Thema, zu dem Hauptthema? Ja, ich wollte dazu eigentlich was sagen. Erstmal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle. Alaikum salam. Genau, also erstmal, ich bin natürlich dafür, dass jeder das anziehen kann, was er will, aus islamischer Sicht genauso, weil es bringt nichts, wenn eine Frau aus Zwang Kopftuch tragen sollte, weil sie aus islamischer Sicht so oder so keine Hasana bekommen würde. Außer natürlich, es ist für Gott, also für Allah. Jetzt werden die Frauen im Islamischen unterdrückt, aufgrund, weil sie das Kopftuch tragen. Da würde ich ja und nein sagen, natürlich aus europäischer Sicht. Das ist eindeutig Zwang, wie ich schon gut erklärt habe, dass Allah es ein, ich sag mal, indirekt aufzwingt, dass er sagt, ja okay, eine Frau muss Kopftuch tragen, natürlich aus sunnitischer Sicht. Koraniten würden natürlich jetzt was anderes sagen, ne, wenn wir aus der Gruppierung rausgucken. Aber wenn jemand den Islam annimmt, dann sollte er sich im Vorhinein so oder so darüber informieren, was nicht heißt, dass es Fälle gibt, die gar keinen Plan haben, es einfach wegen ihr einen Mann machen und dann auf einmal aus Zwang Kopftuch tragen. Diese Fälle gibt es natürlich. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber der Islam macht das natürlich nicht. Also das ist jetzt nicht so, als würde Allah, Astaghfirullah, zu irgendjemandem kommen und sagen, okay, jetzt musst du Kopftuch ansehen, du bist jetzt Muslim geworden. Ja, indirekt also, schon Islam. Indirekt. Ja, aber inwiefern wird denn jetzt hier jemand in Deutschland, sagen wir, wir gehen jetzt ganz kurz auf Deutschland ein. Wann nee, kommt denn Allah zu jemandem? Nein, das, was ich sagen möchte, ist zum Beispiel, Person A lebt in Deutschland und hat sich informiert und möchte jetzt den Islam annehmen. Das ist eine Frau. Sie wurde ja nicht gezwungen. Das möchte ich sagen. Sie wurde nicht gezwungen, Moslem zu werden. Das ist sowas wie soll ich sagen, du lernst einen Mann kennen und dieser Mann sagt zu dir, ey, guck mal, ich werde erst mit dir übereinstimmen, erst mit dir zufrieden sein, wenn du dich an meine Regeln hältst. Wenn du dich nicht an meine Regeln hältst, dann ab von mir, ja? Dann hab nichts mit mir zu tun. So, Islam, das möchte ich. Islam, mein Bruder, ich küsse deine Leber. Dein Herz ist wirklich auf dem richtigen Platz und ich weiß auch, was du meinst. Aber wir reden ja nicht von den Bekehrten. Wir reden vom Aufziehen, von klein auf. Ach so, das meinst du? Ja, klar. Ja, okay, ja, dann, wie gesagt, dann hast du natürlich recht. Hallo, also, ihr Lieben. Darf ich nur kurz einlenken? Das ist sehr spannend. Also ich denke, man sollte hier vielleicht mal die Differenzierung ziehen zwischen Indoktrination und direktem Zwang. Also mir, meinem Wissen nach zu urteilen und meinem Common Sense nach zu urteilen, halte ich es für sehr schwierig, aus einer natürlichen Freiwilligkeit heraus etwas anzuerkennen oder abzulehnen, wenn nicht vorher Jahre und Jahrzehnte an Indoktrination betrieben ist. Ich bin muslimischen Mädels begegnet, die wirklich in keinster Weise auch nur fundiertes Wissen über die Religion hatten, aber aus vermeintlicher Überzeugung ein Kopftuch trugen.
Also ich würde mir wünschen, dass wir hier wirklich differenzieren zwischen Indoktrination, Konditionierung und wirklichem Zwang. Also deswegen. Genau, das ist auch unser Thema gewesen von Anfang an. Danke, dass du das jetzt mitbringst, weil wir haben das auch immer gesagt. Mein Standpunkt ist auch, wir sind alle indoktriniert, alle. Absolut. Ja, okay, gut, das stimmt, das will ich auch nennen. In welcher Ideologie, ne? Ja, genau, aber auch wissenschaftlich sind wir indoktriniert, wir sind indoktriniert in Familien, wir sind soziale Wesen, das heißt, wir müssen indoktriniert werden, weil sonst funktioniert unsere Welt nicht. Ja. Aber das leitet auch dazu, dass wir dann einfach auch so ein de facto haben, und dieser de facto jetzt im Islam und jetzt mit diesen Kopftüchern ist, es wird erwartet, wenn du es nicht tust, die Indoktrination ist, wenn wir es nicht tun, wir haben die Wahl, Hölle oder Paradise. Ich würde auch Paradise. Also nur ganz kurz, also das stimmt jetzt natürlich schon was du sagst, Der Duamo hat jetzt auch noch nichts gesagt, deswegen lassen wir erstmal ihn und dann du, Islam. Okay. Okay, kein Problem. Aber dein Internet-Dings ist... Ja, guten Tag. Ja, hi. Mein Internet. Ja, okay, hört ihr mich denn? Ihr könnt mich noch hören, oder? Gut. Ja. Guten Tag zusammen erstmal. Also als erstes wollte ich erstmal die Frage beantworten. Natürlich sollten Frauen sich so kleiden, wie sie möchten. Ja, das ist für mich eine rhetorische Frage, und das soll einfach, jeder soll entscheiden, selber entscheiden, wie er sich anzuziehen hat. Ja, und jetzt auch zu diesem Thema gerade, zu Mahir, wegen Indoktrination. Also Indoktrination, man muss erstmal wenn man weiß, was Indoktrination bedeutet, dann ist das ja falsch. Wir sollten eben nicht indoktriniert werden. Ja, wir sollten so großgezogen werden, ohne Indoktrination. Also finde ich das schon mal schlecht, dass man sagt, dass wir nicht anders leben können, außer mit Indoktrination. Indoktrination bedeutet was Schlechtes. Ne? Wir werden quasi manipuliert. Indoktrination ist eine Art von Manipulation. Aber das gehört eigentlich nicht zu unserem Leben. Ja, aber warte mal, June. Juno, Entschuldigung. Kein Problem. Nein, aber guck mal, ob bewusst oder unbewusst, wir werden manipuliert, indoktriniert. Das ist ja im Endeffekt irgendwie dasselbe. Ob du das als positiv oder negativ siehst. Das heißt, so diesen freien Weg selbst zu entscheiden in jede Richtung, das hast du nicht. Ja. Weil wie gesagt, wir sind Sozialwesen, wir passen uns in der Gesellschaft an und so weiter, ob du willst oder nicht. Ja, aber das hat nichts mit Indoktrination zu tun. Das hat eher was mit Indoktrination bedeutet, wenn man also man muss wissen, was Indoktrination bedeutet. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Zeichen mache, ne, macht ein anderer Mensch gewisse Sachen. Nur wenn ein Zeichen kommt, wenn ich schnipse, dann macht der Gegenüber was Bestimmtes, weil ich den indoktriniert habe. Das, was ihr meint, ist einfach nur Kultur und wie man einen erzieht, ob man ein guter Mensch ist, ein schlechter Mensch ist. Das hat aber nichts mit Indoktrination zu tun. Ideologische Indoktrination. Exactly. Also, das muss ich kurz ergänzen. Ich verstehe, auch, was du meinst. Ich stimme dir sogar weitestgehend zu, aber auch hier gilt die Differenz zwischen Indoktrination per se, kulturell, soziologisch basieren, oder auch im Falle der Ideologie. Und das beobachten wir, das ist jetzt wirklich allgemein gesprochen, das ist so ein Themenfeld, womit ich mich privat so ein bisschen befasse. In religiösen Ideologien gibt es eine vorherrschende, bewusste Indoktrination der jeweiligen Gemeinde, Community, nenn es wie du willst. So. Und das existiert. Also ja, deswegen, sicher, ja. Ja, das bezweifle ich ja nicht. Aber es ging ja darum, dass wir gar keine, so wie das Gespräch verlief, hieß es ja, dass wir überhaupt gar keine andere Wahl haben, dass alle indoktriniert werden. Das sehe ich halt eben nicht so. Ganz kurz, dann wir werden nicht alle indoktriniert. Also es versuchen uns zu indoktrinieren, aber nicht alle sind indoktriniert. Ja, wir reden wieder alle durcheinander. Lass ihn doch erstmal zu Ende reden. Und da war dann der Mahir, glaube ich, dran und dann die Juno. Ja, ich habe auch immer Schwierigkeiten mit ihrem Namen. Ich ändere meinen Namen. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, weil mir kam das halt so vor, dass wie klar, ich glaube auch, dass wir indoktriniert werden sollen.
von gewissen Leuten, dass wir sind halt Konsummenschen, wir sollen konsumieren und so sollen wir indoktriniert werden, dass wir immer schön das machen, was die oben, was gewisse Leute halt machen wollen. Das sieht man ganz klein in den Medien. Da sieht man immer wieder diese typischen Anzeichen von Indoktrination. Aber wir müssen nicht indoktriniert werden. Ne? Das ist nicht, also ich habe da aus dem Gespräch, habe ich das so gehört, dass wir und dass die Menschen einfach so sind, dass sie indoktriniert werden sollen und dass wir uns, dass alles schon so ist und nee, Indoktrination ist ein Prozess, den man machen muss, um, wie gesagt, man macht ein Zeichen und dann reagieren die Menschen so, wie man indoktriniert worden ist. Ne, das ist für mich Indoktrination. Das sehe ich okay. Zum Beispiel, für mich ist das keine Indoktrination, wenn man ein Kind zum Beispiel was beibringt, das ist was Gutes und das ist was Schlechtes. Ne, und ihn selber entscheiden lässt, also ihn so aufzieht, dass er selber die Entscheidung hat, ne, wie er sich halt selber entscheidet. Also entweder man nimmt man einen guten Weg oder einen schlechten Weg. Aber also die Entscheidungskraft müssen wir den Kindern beibringen. Man muss es halt mit den Kindern machen. Maher. Genau, Maher ist dran. Maher. Es ist schwierig, da nicht drauf sofort zu reagieren, voll impulsiv. Weil du musst erstmal entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Das heißt, du bist abhängig von der Ideologie deiner Eltern und du musst das vertrauen, dass sie genau das Richtige, recht und falsch sehen. Sobald du dann aber und jetzt sage ich das ganz krass, indoktriniert wirst, was gut und falsch ist, deren Meinung nach, bist du indoktriniert, ob du das magst oder nicht. Also vielleicht darf ich ganz kurz was zum Thema Indoktrination sagen. Bitte, Jerry. Für mich, früher war das so, da wurde der Begriff Indoktrination fast synonym mit Erziehung verwendet. Heute unterscheiden wir das schon sehr stark. Indoktrination ist so ein bisschen negativ behaftet. Da steckt auch das Wort Doktrin drin, also verwandt mit dem Wort Dogma. Das bedeutet, es geht um Lehrinhalte, die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Diese Lehrinhalte sind absolut. Das bedeutet, wenn ich dir sage, das ist so und so, dann erziehe ich dich dazu, dass du es nicht mehr in Frage stellen kannst. Und Erziehung bedeutet, dass ich dir Wertevorstellungen mitgebe, vielleicht auch meine eigenen, aber ich gebe dir die Möglichkeit, das Potenzial frei auszuschöpfen. Das heißt, ich beschränke dich nicht. Du kannst selber kritisch darüber nachdenken, ob das, was ich dir gesagt habe, für dich in deinem Leben tatsächlich so anzuwenden ist. Bei der Indoktrination nehme ich dir diese Fähigkeit. Ich nehme dir komplett die Fähigkeit des kritischen Denkens, weil du nur noch diesen Aussagen vertraust. Naja, aber Jailbreak, dabei muss man jetzt auch hier dabei bedenken, was ist für einen Menschen schlecht, was für einen Menschen gut. Zum Beispiel das Psychische oder auch das Körperliche. Ich glaube, ein Vater oder eine Mutter kann sehr gut entscheiden, was für ein Kind gut und schlecht ist. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal für das Erziehen, zum Beispiel mein Sohn, durch das Rauchen bekommst du Lungenkrebs. Mein Sohn, durch das Trinken bekommst du zum Beispiel Leberversagen, Nierenversagen und so weiter. Ja. Das ist aber Beispiel kein Erziehungstool, das ist Allgemeinwissen. Also, sorry. Aber das ist ganz gefährlich, das ist ganz gefährlich, das zu verallgemeinern, weil glaubst du nicht, dass es den Teufelskreislauf schlechte Erziehung gibt? Es gibt narzisstische Eltern, die ihre Kinder dazu verdammen, auch eine Persönlichkeitsstörung zu erleiden, weil sie einen narzisstischen Erziehungsstil haben. Also per se zu sagen, dass Eltern immer wissen, was gut und böse ist, das ist schlichtweg falsch. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, Indoktrination ist immer schlecht. Und natürlich gibt es nicht nur religiöse Indoktrination, es gibt auch politische Indoktrination, das will ich nicht wegreden. Aber ich glaube, dass man das weitestgehend verhindern sollte. Deswegen bin ich auch ein Verfechter von religiöse Indoktrination im Kindesalter ist Kindesmissbrauch. Und ich wurde auch indoktriniert im Kindesalter. Und wenn du nur den Gedanken zulässt, dass Indoktrination im Ergebnis bedeutet, dass du danach blind bist, blind diese Sachen zu hinterfragen, du kannst es gar nicht, dir wurde die Fähigkeit genommen, dann musst du dieses Resultat anerkennen als etwas, was im Grundsatz negativ ist. Genau. Der Islam wollte auch 100% sagen. Lass mal bitte den Islam auch denken, weil ich habe ganz vergessen, dass er zu Wort kommen sollte eigentlich. Islam, bist du da? Ich bin da, weil ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, so. Also alles gut. Hast du Pech gehabt, Ruhe? Potato, du bist auch die ganze Zeit Dings für. Vielleicht möchtest du auch noch. Ja, gerne. Ich wollte eine kurze Frage stellen an die Muslime hier. Und zwar, wieso ist es denn so, dass im Koran die Frau überhaupt ein Kopftuch tragen muss? Es gibt mehrere Gründe halt. Ja? Also, darfst du sagen? Ich kann das einmal versuchen, aus meiner Sicht zu erklären. Also es gibt einmal den reinen Befehl.
Das heißt, wenn Allah einen Befehl im Koran gibt, dann müssen wir das machen. Zum Beispiel, tut mir leid, dass ich ganz kurz was anderes erwähne, aber damit man das kurz versteht. Einige Leute fragen auch, ja okay, warum müsst ihr fasten? Dann kommen andere und sagen, ja, wir müssen fasten, weil wir müssen ja uns an die Armen orientieren und dann heißt das, damit wir das Verständnis der Armen haben. Aber das ist halt nicht so. Das ist falsch. Ja, also, genau, das ist, natürlich kann das eine Weisheit dahinter sein, Allahu a'lam, das wissen wir nicht. Aber wir können, natürlich kann man das interpretieren, aber das als Wahrheit abzustempeln, ist nochmal eine andere Sache. Und das heißt, wenn Allah diesen Befehl im Koran gibt, dann reicht das uns aus. Allah sagt, wir sollen, die Frauen sollen sich verschleiern und das reicht uns schon als Grund aus, dass die Frauen sich verschleiern sollen. Zum Beispiel, eine kleine Geschichte, als dieser Vers herabgesandt wurde, haben die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ohne nachzudenken, ohne irgendwas zu machen, sofort die Vorhänge zerrissen und sich bedeckt. So wird das uns überliefert. Er musste nicht genau, sagen, genau, ja, warum? Warte mal bitte. Genau, genau, aber dieser Vers ist nur für die Frauen des Propheten gedacht. Das heißt, wieso hat man diesen Vers also damals herabgesandt, aber es wird heute als Pflicht dieser Vers angesehen. Also, ja, das stimmt doch was nicht. Das heißt, dieser Vers ist doch nur für damals gedacht, aber wieso wird es als heute als eine Pflicht quasi also erwähnt? Ja, genau. Ja. Diese Frau Yamna erzählt auch immer ein Teilabschnitt. Egal, sie ist jetzt nicht da. Ich will nur sagen, warum das so ist. Sie gibt ja auch manchmal, ich sag mal, Begründungen. Nein, das ist nicht ihre Meinung, das ist meine Meinung, was ich weiß. Also sie hat jetzt nichts damit zu suchen. Bitte, ja, erwähne richtig. Andere Namen. Okay, nicht. Abseits von ihr. Okay, gut. Ja. Es gibt Tafsirs, die natürlich dann diesen einen Vers interpretieren mit Hadithen und anderen Koranstellen. Und dort wird halt klar definiert, dass dieser Vers, oder ich weiß jetzt nicht, welchen du angesprochen hast mit diesem mit dem Frauen. Prophet, sag zu deinen Frauen, ihr sollt euch bedecken, irgendwie so. Genau, es gibt einmal bei Sure 24, 31 ein Vers über den Hijab und dann Sure 24, 60. Und dort gibt es Tafsirs, die mehrere Seiten lang sind von Ibn Kathir. Es wird manchmal halt auch ein Drittel von diesen Tafsir hier vorgelesen, wo das Beispiel gegeben wird, dass man sich klar und deutlich unterscheiden soll von den Jahiliyyah-Frauen, also vor der Zeit des Islam, dass man sich also davor... Also das denkt halt der Islam, aber sowas hat es eigentlich nie gegeben, aber okay. Was meinst du denn? Diese Jahiliyyah-Zeit hat noch nie gegeben, das sagt immer der Islam. Also Jahiliyyah-Zeit heißt vor dem Islam, oder was? Ja, ich weiß. Also Zeit der Unwissenheit heißt es, ja. Ja, oder, ja genau, oder halt vor genau, dem Islam. Also Jahiliyyah-Zeit heißt ja Zeit der Unwissenheit, aber das behauptet ja nur der Islam. Aber wenn wir das jetzt geschichtlich betrachten, sowas hat niemals existiert, das meine ich. Das ist jetzt nur dein religiöses Verständnis von... Also wenn du guckst, wenn du guckst, was die Wüstenaraber in Saudi-Arabien davor gemacht haben, mit den Frauen und so weiter und so fort, dann kann man das eigentlich schon so benennen. Auch ihr könntet genau, das genauso der Islam, guck mal, noch einmal, der Islam besagt das, ja, das ist sozusagen euer Verständnis quasi, aber das heißt ja nichts damit zu tun, dass überhaupt so eine Zeit der Unwissenheit, sowas hat nie quasi existiert. Das kommt ja nur von dem Islam. Weißt du, was ich meine? Das meine ich. Ich weiß, was du meinst, aber... Historisch betrachtet, sowas hat niemals gegeben, ne? Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Also wäre das laut deiner Definition falsch zu sagen, vor 200 Jahren ist in Europa eine unwissende Zeit gewesen, weil die kein fundamentales Wissen in der Wissenschaft hatten. Wäre das für dich auch damals, direkt falsch? Nein, ich meine jetzt so, zum Beispiel damals, ganz einfaches Beispiel, das hat auch Machiavelli öfters erwähnt, erwähne ich gerne, weil das ist leicht zu verstehen. Zum Beispiel, man wusste nicht, was ist Donner. Dann haben die Menschen natürlich durch ihr Wissen, was sie damals hatten, hatten sie einfach einen Gott erfunden. Ne? Aber das war ja damals das Wissen. Ne? Aber heute können wir dieses Wissen von damals nicht als heute benutzen. Ne? Weil heutzutage wissen wir ja, wie ein Donner entstanden ist. Und das meine ich, ja, zum Beispiel. Genau. Ja, alles gut. Ich muss mal kurz intervenieren. Ja.
Also wieso ich überhaupt das quasi gefragt habe, im Koran gibt es doch eine Sure, da wird sogar von Allah selbst begründet, warum eine Frau ein Kopftuch tragen muss. Ja, oder? Dann kannst du das gerne mal vorlesen. Ich muss jetzt mein Laptop erstmal anmachen, aber ich glaube, da stand irgendwas von, dass es die Frau schützt, oder? Ist das nicht auch eine Begründung? Also ich habe hier zwei Verse auf, du willst gar nicht vorlesen, aber eine ist ein bisschen länger. Das ist nicht schlimm, okay, oder? Bitte mach das kurz, sag einfach so, wieso die Frau im Islam sich bedecken soll. Einfach nur kurze Punkte, du musst jetzt hier nicht so Verse und sowas lesen. Denke ich mal, Potato, das würde dir reichen, wenn der jetzt einfach nur die Gründe sagt. Ja, klar. Oder? Ja, einmal die klare Unterscheidung zwischen den Frauen, die nicht Muslime sind. Dann einmal zum Schutz der Frau. Dann einmal falls ein Mann nicht nur der reine Schutz, sondern im Islam ist ja die Rede davon, dass wenn ein Mann eine Frau anguckt oder genauso andersherum, dass man vielleicht Lust bekommt auf etwas oder auf andere Gedanken kommt. Und da, wenn man verschleiert ist, der ganze Körper abgedeckt ist und man keine Kurven sieht und so weiter und so fort. Ich weiß, einige haben vorhin gesagt, okay, das könnte auch sexuell erregend sein, aber das ist jetzt nicht der Sinn dahinter gewesen, dass Leute sagen, okay, das ist sexuell erregend, sondern dass diese reinen Kurven, dass deine Brust verdeckt ist, dass dein Po verdeckt ist und so weiter und so fort, dass man diesen lustvollen Blick verliert. Man guckt diese Frau an, man weiß nicht mal, das könnte auch ein Mann da drunter sein, ja, man weiß. Genau, also kurz gesagt, Genau. Also kurz gesagt, die Frau im Islam muss sich nur deswegen bedecken, damit der Mann glücklich und zufrieden rumlaufen kann. Es gibt auch noch andere. Also es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Ja, man kann natürlich auch zum Beispiel ganz kurz. Nur noch einen Punkt würde ich sagen. Ganz und dann, kurz, noch dann darfst Punkt. Du wieder. Versprochen. Ganz und danach ich bitte. Vergessen. Ja. So. Ja. Okay. Also wir wissen ja, also Sexualwissenschaftler wissen ungefähr jetzt schon, wie oft Menschen im Allgemeinen über Sex denken am Tag, in der Stunde, in der Sekunde. Das heißt, egal wie sehr du, auch wenn du eine Mauer zwischen zwei Menschen legst, der Mensch hat genug Fantasie, um sich das irgendwie vorzustellen, dass sie immer noch poppen hinter dieser Mauer. Oh ja. Ja, ja. Okay. Vor allem ja, der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Ich weiß, dass manche das nicht gerne hören. Wir sind durch und durch sexuelle Wesen. Wir sind einfach Triebtäter. Also okay, mach ich weiter. Aber nur ganz kurz, es gibt auch Studien, die besagen, die gehen auf diesen Pornokonsum ein und wie der überhaupt zustande kommt. Dass zum Beispiel bei Social Media, Instagram, du scrollst durch, siehst halbnackte Frauen, du kriegst wieder Lust. Du scrollst wieder irgendwo durch, du siehst in der Stadt irgendwelche Frauen und so weiter und so fort. Und das steigert an sich auch den Pornokonsum. Ja, ja, aber das ist was anderes wieder, ne? Das ist einfach nur... Ja, also wie sexuell erregend man das an sich findet, das wollte ich sagen. Sorry, du redest auch von irgendwelchen Studien. Was wäre denn die logische Konsequenz, dass die Frauen sich aus dem öffentlichen Raum komplett zurückziehen? Weil zum einen siehst du sie im Internet, dann siehst du sie auf der Straße... Ergo, es gibt dann offensichtlich keinen Raum mehr, keinen Bewegungsfreiraum mehr für Frau. Also das nee, ist also ich kann dir sagen, was der Islam dazu sagt. Also Mahir, Islam, kannst du bitte dann immer achten, dass jeder aussprechen lässt, weil das ist schade, dass ich leider dir jetzt die Aufgabe geben muss, weil, ne, wie gesagt, weil ich muss kurz mich muten, bin kurz mal abwesend. Ich guck mal, dass ich vielleicht noch andere hole. Ja, genau, führe okay. Fort, bitte schön. Mahir, okay? Ganz kurz, bitte, aber ich bitte euch, okay. Ja, klar, aber ich bitte jeden, dass, wenn ich dann nur hier rumschreie, dass ihr dann auch aufhört zu reden, okay, bitte. Ja, das ist ziemlich anstrengend, Modi zu sein. Genau. Okay, cool. Okay. Islam und dann war, glaube ich, der Jailbreak, oder? Ja, ich war Potato. Okay, ganz kurz, was ist die Lösung davon, ja, also das muss jetzt die Frau etwas ändern, muss sie sich jetzt erstmal bedecken und so weiter und so fort. Der Islam sagt sogar in demselben Vers, wo das Kopftuch angesprochen wird, und da steckt auch eine Weisheit hinter, da steht nicht sofort, bedeckt euch. Ja, also sofort, ja, die Männer sind lustvoll und bedeckt euch, das steht da nicht. Da wird gesagt, die Frauen sollen ihre Blicke senken und die Männer sollen ihre Blicke senken. Also es geht darum, dass der allererste Schritt erstmal ist, dass der Mann seinen Blick senken soll, wenn er eine attraktive Frau sieht. So. Und genau andersherum auch.
Aber das funktioniert ja auch nicht. Ich hab zigtausende Vorbilder, wo ich dann irgendwie mit irgendwelchen Männern da stand und da waren auch Frauen und die haben überall hingeguckt. Ja, natürlich, ich befürworte aber das natürlich nicht. Also. Voll so seltsam, voll unmenschlich, voll unsozial, überall hingeguckt, als ob der Blick einer Frau die in Flammen auflösen würde. Ich wollte nur damit sagen, was wäre eine Lösung? Das ist halt kein Praxisbeispiel. Also Blicke senken wäre die Lösung. Blicke senken okay, wäre eine Lösung. Erst mal fest. Das halten wir jetzt erstmal fest, ganz kurz. Potato. Ja, vielen Dank. Genau, also wieso habe ich das gefragt? Du hast ja jetzt als zweites, als zweite Begründung genannt, dass es ein Schutz ist. Jetzt ist die Frage, wovor schützt das Kopftuch? Das habe ich doch im Laufe gesagt, also von den Blicken der Männer. Aber die Männer müssen ihre Blicke doch sinken. Also macht ja, richtig. Das alles keinen Sinn, ja. Richtig. Weil in islamischen Staaten werden ja auch die Frauen vergewaltigt. Und richtig. Genauso quasi häufig wie auch hier zum Beispiel. Dann ist die Frage, okay, was bringt dir der Schutz, wenn du trotzdem vergewaltigt wirst? Ja, aber da müssen wir woanders anpacken. Also das ist ja was anderes jetzt, was du sagst. Genau. Das ist ja das, was Mahir meint zum Beispiel. In den arabischen Ländern sind die ja so sozialisiert worden. Für die ist eine halbnackte Frau existiert ja gefühlt gar nicht, sagen wir mal. Und da ist natürlich dann eine bedeckte Frau genau dasselbe wie hier eine halbnackte Frau. Aber wenn also summa summarum läuft alles auf dasselbe hinaus. Also kann man das ja ad acta legen, diese vermeintliche Verhüllung. Das würde also, ja das auch bedeuten, ja dass Allah da irgendwie eine Regel erfunden hat, die in der Realität gar nicht funktioniert. Komplett nein, nein, also ja. ganz kurz, wenn im Koran steht, bedeckt euch, wir brauchen keine Begründung. Also Muslime brauchen keine Begründung dafür. Wir können uns irgendwelche Begründungen natürlich hier interpretieren aus den ja, Sachen. Ja, aber würdest du nicht zustimmen, dass es in der Realität nicht funktioniert? Wenn wir sehen, dass in diesen Ländern, wo das zu 100% fast genauso betrieben wird, wie es im Koran gefordert ist, trotzdem Vergewaltigung und sexuelle Belästigung gibt, genau wie in säkuläreren Ländern? Ich weiß halt nicht, ich kenne diese Studie halt nicht. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich geguckt aber wird. Aber nimm mal an, dass die Studie die Wahrheit sagt und auf dieser Grundlage beantworte meine Frage. Dann würde, sagen wir mal, die Studie würde sagen, überall werden Frauen gleich vergewaltigt, auch ob sie Kopftuch und so tragen oder nicht. Dann wäre es für mich trotzdem keine Begründung, das Kopftuch abzuschaffen, falls das jetzt die Frage war. Nee, ob die Regel von deinem Gott, um die Frauen zu schützen, dann in der Realität nicht funktioniert. Also es eine Regel wäre, die eigentlich gar keinen Zweck erfüllt. Also dieses Beispiel ergibt ja, also das, was du sagst, ergibt ja nur Sinn, wenn wirklich alle Frauen Kopftuch tragen würden. Aber das ist ja nicht der Fall. Also nee, nicht ganz, was? Islam. Gar nicht ganz, nee. Also was ich sagen möchte, ganz kurz nur, wir wissen jetzt, also zumindest ich nicht, vielleicht habt ihr genauere Informationen, zum Beispiel in Saudi-Arabien tragen sehr viele Frauen Kopftuch. Ist jetzt in der Statistik gesagt worden, dass wirklich die Frauen mit Kopftuch vergewaltigt wurden? Oder wurden in Saudi-Arabien die Frauen einfach öfters vergewaltigt, die kein Kopftuch tragen? Das ist halt das, was ich nicht weiß. Darf ich hier kurz einhaken? Sollte die Frage nicht lauten, warum werden Frauen überhaupt vergewaltigt, primär? Aber ich dachte, darum geht's gar nicht. Du glaubst doch nicht allen Herzen, dass Saudi-Arabien da valide Statistiken hat. Verzeihung, also jeder Zweite hat da gefühlt, der da in irgendeiner Machtposition ist, hat sowas wie ein Mini-Harem oder dergleichen. Ich muss hier ein bisschen weiter überstützen, um mal einfach die Dynamik dessen klarzumachen. Also Saudi-Arabien ist ohnehin nicht das Beispiel für valide Statistiken, wenn es um Frauenrechte geht. Also wenn du ehrlich bist... Ja, aber ihr habt ja das Beispiel gegeben. Ich bin ja darauf eingegangen. Nein, ich habe kein Beispiel gegeben. Ich habe gesagt, Frauen, aus theologischer, wir betrachten das dann mal aus deiner theologischen Perspektive, wenn ich das so sagen darf. Und da möchte ich anschließen an Potato, der da sagt, demzufolge, wenn aber Frauen generell vergewaltigt werden, ungeachtet der Anzahl der Vergewaltigung, wenn sie Kopftuch oder kein Kopftuch tragen, mitunter in islamisch geprägten Ländern, hat doch dann demzufolge dieses Gesetz zum Schutz der Frauen durch eine vermeintliche Verhüllung nie gegriffen. Verstehst du? Also egal wie wir es drehen und wenden, es ist absolut sinnfrei, das darauf zu projizieren, auf eine Frau, indem man sagt, hey,
durch eine Verhüllung, und du hast es eben selber gesagt, Islam, ich darf dich zitieren sinngemäß, ja, so eine Verhüllung soll unter anderem auch vor den Blicken der Männer schützen. Was meinst du denn? Gibt es Frauen, die verhüllt sind, die allen Doktrinen gehorsam sind, die niemals vergewaltigt wurden von jemandem? Dann würden sie ja in die eigene Tasche lügen. Also hat dieses Gesetz von deinem Gott aus theologischer Perspektive nie gehabt und hat es das stimmt halt nicht. Also ganz kurz bitte. Doch, es stimmt halt erstens. Es stimmt. Erstens, wir, meine Aussage bezieht sich auf Blicken. Ich kann jetzt für mich selber sprechen. Wenn ich eine Frau sehe, die enger angezogen ist, sage ich nicht, okay, jetzt will ich sie vergewaltigen. Sondern ich finde, diese Frau ist einfach anziehender, weil ich ja ihre Figur sehe und so weiter und so fort. Und wenn ich eine Frau im Schleier sehe, die so aussieht wie ein Geist, ja, dann habe ich persönlich keine sexuellen Fantasien dahinter. Und das ist also schon direkt aber nur du. Fest, es geht hier darum, deine sexuellen Potenziale zu unterdrücken. Ein Grund, das ist der zweite Grund, den ich genannt habe. Wenn eine Frau sich einem System niederbeugt oder anpasst, unterwirft, whatever, damit diese Gefühle bei dir nicht ausgelöst werden. Dann wäre doch meine Frage, warum kümmerst du? Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, wenn ich dir damit nicht zu nahe trete, weil du gerade gesagt hast, wenn ich dann eine Frau sehe, etc. Warum kümmerst du dich nicht darum, generell deine Triebe insofern unter Kontrolle zu behalten, dass ungeachtet dessen, wie eine Frau gekleidet oder nicht gekleidet vor dir steht, deine erste Instanz nicht ist, oh mein Gott, jetzt sind die Gerüchte da nicht. Und früher oder später, ja, aha, da brauchst ich sag doch, nicht nein, ich sag doch, ich versuche mein, ja. nein, ich sage, ich versuche meinen Blick zu senken, aber wenn ich mal so eine Frau vergleichen müsste mit einer verschleierten Frau, dann wäre natürlich die nicht verschleierte Frau für mich sexuell erregender, das sage ich. Mhm. Okay, ich muss auch den Islam ganz kurz in Schutz nehmen. Ja. Ganz kurz, Juno, ich muss auch den Islam in Schutz nehmen, ganz kurz, weil er hat hier, bevor wir ihn diese Fragen gestellt haben, hat er auch was ganz Wichtiges gesagt und hat gesagt, wir Muslime, wir glauben einfach daran. Und da hat er auch halt recht. Das ist halt die Doktrine. Und egal, wie wir jetzt probieren, ihn irgendwie irgendwas weise zu machen, seine Antwort steht fest. Egal, was wir sagen, wenn du sagst, ich bin Muslim, ich bin ein Muslim, ich muss das befolgen, was mir gesagt wird. Aber das ist doch im Grunde einfach nur blinder Glaube und das will ja Gott auch nicht. Also nein, da muss man schon Verantwortung übernehmen als Muslim, würde ich jetzt behaupten. Guck mal bitte. Das ist zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, das ergibt doch keinen Sinn, ob die Geschichte von Noah, eine Flut, Moses hat das Meer gespaltet, wie kann man denn daran glauben? Ja, aber es gibt keinen Moslem, der sagt, ich habe die Geschichte von Noah gelesen und die kam mir so realistisch vor und deswegen bin ich zum Islam konvertiert. Ja, das ist, deswegen konvertiert man ja nicht zum Islam. Ich habe den Islam und den Koran als wahrhaftige Quelle angenommen und sage, egal was in diesem Koran steht, dies kann nicht von einem Menschen sein, dies ist von Gott. Ja, aber also, dann hätte ich mal eine theologische Frage stellen zu dem Thema? Wer sagt das gerade? Ich bin das voll. Okay. Und zwar, mich würde interessieren, es gibt ja viele Bereiche im Koran, wo irgendwelche Regeln aufgestellt werden, sei es jetzt auch für Sklaverei und. Und dann wird auch häufig gesagt, na gut, das musst du im historischen Kontext sehen, das war für die damalige Zeit richtig, aber es ist vielleicht heute nicht mehr. Das ist so ein bisschen die neuzeitige Apologetik und die Exegese und die Interpretation. Aber warum ist man denn dann nicht in der Lage, wenn man eigentlich die Behauptung aufstellt, naja, Allahs Wort ist zeitlos und soll nicht verändert werden. Man macht es aber hier und da doch für die Apologetik. Warum dann nicht auch bei den Kleidungsregeln? Weil wenn man heute sieht, ja, wir haben sogar das Problem in einigen Ländern, dass wenn Frauen sich vermummen, dass sie eher dann eine Gefahr haben, nämlich dass irgendwelche Leute sie schlagen oder verprügeln oder bespucken oder beleidigen, dann wäre es in der heutigen Zeit doch viel angebrachter, diese Regeln anders zu interpretieren und in den historischen Kontext zu setzen und sagen, ja, früher war das vielleicht richtig, aber heute ist es nicht mehr so. Bitte schreibt eine neue Hadith oder was weiß ich. Ja, so einfach funktioniert das nicht, aber ich kann ganz kurz darauf eingehen. Guck mal, zum Beispiel das arabische Gewand. Dieses arabische Gewand, was jeder kennt, was hier auch auf meinem Profilbild so leicht zu sehen ist oder mit den arabischen Kopfbedeckung. Das ist keine Gesetzgebung von Allah. Natürlich ist das
stören, wenn das jemand macht und deswegen Mohammed sallallahu alaihi wa sallam nachahmen möchte und inshallah kriegt er auch Hasanat dafür. Aber laut unserem Gesetz ist das so, dass wenn jemand auf die Straße geht und es nicht der Norm entspricht, er sich nicht so kleiden soll. Das heißt, wenn ich jetzt mich in der deutschen Gesellschaft einbürgern will, dann soll ich mich nicht so kleiden, dass alle Blicke auf mich fallen. Jedoch ist das Problem hierbei, oder für mich ist kein Problem, für euch halt in dem Sinne, dass das Kopftuch ein Gesetz Gottes ist, das allgegenwärtig ist. Das heißt, dieses Gesetz mit dem passe dich deiner Gesellschaft, versuche dich deiner Gesellschaft anzupassen, gilt hier nicht. Ja, also das zählt hier einfach nicht. Hier muss die Frau das Kopftuch oder den Niqab tragen. Es gibt Gesetze, die sind festgeschrieben und es gibt Gesetze, die sind halt in Anführungszeichen variabel. Also das kann man anpassen. Okay. Okay, kann, aber ich hätte gerne eine Frage und zwar, was deutet denn darauf überhaupt hin, dass der Koran Gottes Werk ist? Also gibt es da irgendwo, weil das sind ja einfach nur Schriften, die auch ein Mensch schreiben könnte. Offensichtlich. Für mich zum Beispiel, weil Gott, ich glaube an Gott, aber ich gehöre keiner Religion an. Ich glaube einfach nur für mich an Gott, dass es ihn gibt und das reicht mir. Und für mich sagt mein Gott, sagt mir, er würde was Göttliches zu uns runterschicken, ne, so dass auch keiner zweifeln würde. Ne, also sprich göttliches Papier oder irgendwas, was ist nur was man nicht widersprechen kann. Aber die Schriften, die sind menschlich. Die sind ganz normal menschlich. Das ist so, als wenn sich gute Menschen Gedanken gemacht haben, ne, wie man einen vernünftigen Menschen entwickeln könnte. Nichts anderes ist das für mich. Ne, das findet man überall in den Religionen. Einfach nur Schriften, die probieren einen... Also ich habe nichts gegen diese Schriften, weil ich hole mir aus allen Religionen, hole ich mir das Beste raus, weil in jeder Religion steckt auch viel Gutes drin. Ne? Ich habe gar kein Problem mit Islam. Aber alleine der Gedanke, dass immer wieder gesagt hat, nein, das ist Allah, das darf man nicht anzweifeln, damit habe ich ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Mhm. Weil ja. Für mich, ich sehe nichts Göttliches. Ich sehe da nur Menschliches. Also ich kann dir natürlich aus meiner Sicht sagen, warum ich den Koran als was Übernatürliches deute. So, also was sagt denn der Islam dazu? Der Islam sagt, über Generationen wurden Gesandte gesandt, ja, also Propheten gesandt. Und diese hatten Zeichen, die übernatürlich waren. Das heißt, wenn du gesehen hättest, wie Moses das Meer spaltet, dann hättest du ihn natürlich geglaubt, so dass da irgendwas Übernatürliches drin steckt. Aber in unserer heutigen Zeit sehen wir gar nichts davon. Mhm. Also heißt das, wieso sollten wir überhaupt an sowas glauben, wenn wir sowas nicht sehen? Richtig. Und jetzt sagt der Islam, genau. Und jetzt sagt der Islam aus diesem Grund, dass das Übernatürliche, was Mohammed sallallahu alaihi wasallam hatte, ist sein Wort gewesen, ja. Also nicht das Papier, es geht nicht hier um wortwörtlich den Koran, wie er aussieht und so, sondern es geht um das Wort, was da drin steht. Das heißt, das Wort ist das Wunderwerk, ja. Also, und im Koran selber sagt er, also sagt Allah selber, wenn jemand in der Lage ist, eine gleichwertige Sure herabzusenden, wie der Koran, hast du den ganzen Islam widerlegt. Und es gibt natürlich auch weitere Zahlenwunder, die einfach, natürlich viele sagen, jo, das ist einfach lächerlich, ihr reimt euch etwas zusammen. Du kannst einmal auf YouTube gehen und gucken, schreiben 30 Zahlenwunder im Koran und dann soll mir jemand sagen, dass das ein Zufall ist. Ja, aber Islam, so ganz kurz, lass uns nicht in die Konspiration reingehen. Also lieber nicht widersprechen, sondern lieber nicht darauf eingehen, bleiben wir beim Thema. Weil, achso, weil das wird halt warum es für mich ein Wunder ist, deswegen. Ja, okay, aber dann, ja. Aber was sind denn die Pyramiden? Ägypten-Pyramiden, da steckt die goldene Zahl drin, da steckt Pi drin, da steckt so viel mathematisches Wissen drin. Und? Was meinst du jetzt genau? Also, nein, ganz kurz, zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Im Koran steht du wolltest ja mit dir...
Nein, wollte ich ja auch mit dem Koran mit moderieren. Leute, nein, stopp, ja. Bitte alle beide. Ich bitte nicht darauf eingehen. Wenn ihr darauf eingehen möchtet, folgt euch gegenseitig und dann könnt ihr dann gucken, wer recht hat und wer unrecht hat oder so. Ich würde eine Sache noch dazu sagen, und zwar, also du hast ja eben gerade erklärt, warum du glaubst, dass der Koran richtig ist, ne? Ja, viele Sachen gibt es. Ja. Also ja, genau. Das waren nur ein, zwei aufgezählt, ja. Ja, und dann hast du gesagt, dass da gab es irgendwelche Zahlenwunder und sowas. Aber auch ist das nicht eher ein Beleg dafür, dass da irgendjemand ein bisschen was von Zahlen wusste, als dass ein Gott existiert? Das ergibt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ich gebe dir ganz kurz ein Beispiel. Im Koran steht öfters das Wort Eisen. Okay, hallo, ich bin da. Sind wir schon wieder vom Thema abgeschwiffen? Ja, Lara, ich habe mein Bestes getan, aber... Mal hier mach ich würde nur noch eine Sache sagen. Ich würde nur noch gerne eine Sache sagen. Nein, du wirst jetzt keine Sache sagen. Sobald ich euch hier den Rücken drehe, spinnen die Männer. Was ist los mit euch, ja? Nein, das war jetzt seit einer Minute. Also, Digga, immer beim Thema bleiben. Nochmal, das Weitere interessiert mich hier nicht. So, bitte, Dings. Meine Güte, was soll das, ja? Warte, jemand will auch noch hoch. Okay, aber ich würde dann mal sagen, ich habe eigentlich, außer jemand hat noch eine Frage zu einer islamischen Ansicht oder zu meiner Ansicht, also, sonst würde ich auch runtergehen. Falls ich hätte, aber das ist auch leider ein bisschen themenfremd, deswegen traue ich mich nicht. Ich würde was dazu sagen, aber das ist eher ein Kommentar für die Muslime, wenn ich darf. Also hat jemand noch eine Frage an mich, sonst würde ich halt dann gehen. Auf Frauen im Islam? Nein, Frauen im Islam. Also ich kenne mich ja auch ein bisschen. Ja, okay, du kannst gerne gehen, Islam. Okay, dann Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, tschüss. Ciao, ciao. Ich wollte eigentlich, dass man dazu was sagt, aber ist okay. Nicht auf Wiedersehen. Ja, aber ich kenne mich ja auch gut auch im Islam. Was willst du denn wissen? Also die Begründung, warum ich überhaupt dann ihn gefragt hatte, wieso... quasi dieser Gott erklärt, also wieso er begründet, dass es einmal Befehl sein soll und einmal Schutz und so weiter und so fort. Das ist ja insofern irgendwo auch interessant, weil wir dann wissen, wie dieser Gott überhaupt über uns als wir Menschen, ne, wie er über uns halt überhaupt denkt. Ne? Und es gibt auch eine Sure im Koran, das ist die 55. und da wird immer erklärt, also da wird das Paradies irgendwie schmackhaft quasi gemacht für den Religiösen. Und dann wird er erzählt... Eher für die Männer. Das eher für die Männer. Ja, genau. Und da wird erzählt, also das ist eigentlich absurd, weil der erzählt dann irgendwas von, ja, da gibt es diese Huris, ne, das sind diese jungen Mädchen, die hat bisher keiner gesehen, kein Djinn hat ihn irgendwie berührt und bla bla bla. Also das ist ja irgendwie auch schon so ein Beleg, was dieser Gott von den Menschen denkt, also von den Männern denkt. Und diese Idee, die ist halt so auch in der islamischen Gesellschaft drin. Genau diese Idee von diesem Gott. Also du musst dein Leben lang, musst du dich hingeben und alles machen, damit du ins Paradies kommst, damit du dann diese Huris bekommst. Also das ist so absurd, dass man sich... Okay, das ist, glaube ich, auch so ein anderes Thema. Das hat jetzt mit meinem Thema nichts damit zu tun. Obwohl, warte mal, Frauen, weil Kurilane, das sind ja auch Frauen. Ja. Also da sieht man mal wieder, ne, wie gesagt, logisch denken. Das ist jetzt nichts Hass und so, was die Muslime hier vielleicht eventuell spinnen werden jetzt hier in den Chat. Das ist mir egal, ich sage trotzdem meine Meinung. Die Sache ist also... Es werden Frauen sogar auch im Paradies ausgenutzt, damit der Mann sozusagen sein Glauben stärkt, ja, sein Glauben stärkt und Richtung Jannah geht, weil er möchte ja diese unberührten Jungfrauen haben, weil er denkt, die sind unberührt, nur so nebenbei diese Manipulation wieder der Religionen. Er möchte sie haben und natürlich wird er hier alles Mögliche machen, um da hochzukommen, sage ich jetzt mal. Ne? Liebe Lara, nur ein Satz. Der wird natürlich versuchen, auch die eigene Familie so zu führen, wie er möchte. Ne? Das heißt, auch den Frauen zu befehlen, wie sie sich bekleiden sollen, etc. pp. Ja? Das ist alles in Manneshand. Also kurz gesagt, der Islam ist eigentlich ein Männerweg. Also, ja, bitteschön. Liebe Lara, wenn ich kurz dazu das nur noch um ein minimales erweitern dürfte, vielleicht auch aus historischer Perspektive, die relativ gut, vor allem mittlerweile dokumentiert ist, also diesen Aspekt oder dieses Phänomen unter anderem mit den Huris und so. Wir dürfen uns da nicht täuschen, nämlich auch zu Lebzeiten
Zeiten jener, die dann vermeintlich irgendwann ins Paradies gegangen sind, vor allem auch die Gefährten des Propheten und so, die hatten sowas ja immer wieder. Das war ja der Ansporn, Kriegsbeute, Sexsklavinnen, Macht, Dominanz etc. Und der Mohammed hätte ja nur Falsches getan, wenn er das nicht weiter quasi über das Weltliche hinausgetragen hätte. Nämlich, hey, das, was ihr hier habt, werdet ihr im Paradies reichlich haben. Das ist ja die Doktrin. Und die ist so fucking gefährlich, wenn ich das so sagen darf. Denn sie ist de facto ausgelegt auf männliche Gelüste, auf einen Dominanzanspruch, Machtanspruch etc. Selbstverständlich keineswegs auf alle Männer zuzuweisen tatsächlich. Ne? Ich will hier nichts verallgemeinern. Aber wenn wir aus dieser theologischen Perspektive das betrachten, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, es hat auch wirklich, und ich weiß, ich gehe damit wahrscheinlich auch für manchen einen Schritt zu weit, aber ich lehne mich da auch bewusst an Abdel Samad an. Also diese faschistischen Züge habe ich mittlerweile, auch indem ich mich für meinen Teil als Laie damit befasst habe, mit islamischen Lehren, sehr oft herausgelesen und natürlich diesen männlichen, diese Hegemonie, diese männliche Hegemonie. Deswegen finde ich, ja, kann ich euch nur beipflichten. Auf jeden Fall. Kann ich, Lara, dürfte ich bitte kurz reingehen? Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ja, du bist doch hier, bitte. Ja, ja, nur damit ich halt reden kann, weißt du, dankeschön. Ach so, alles klar, bitte. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass ihr so redet, du hast ja gerade gesagt, ja, das ist eine Männerreligion und sowas. Ich habe das Gefühl, als würdet ihr... Genau, ich habe noch meine Meinung hinzugefügt, richtig. Ich habe das Gefühl, als würdet ihr denken, dass die Frau nichts zu sagen hat. Stimmt das? Also ich sage jetzt mal so, natürlich die Frau im Islam hat natürlich ihre Rechte, aber das ist aufgrund nur auf die Männer passiert. Das heißt, der Mann muss mit diesen Rechten auch zufrieden sein. Also weißt du, was ich meine? Also das heißt, der Maßstab ist immer noch der Mann. Ob das jetzt so diese Rechte, was wir jetzt im Westen als Freiheit sehen, sind, also ich glaube weniger. Ich kann mal so sagen. Ich will nur sagen, das beste Beispiel ist einfach nur, muslimische Männer dürfen christliche Frauen heiraten und dürfen mit allen Frauen irgendwas haben. Muslimische Frauen dürfen mit Christen nichts am Hut haben. Die dürfen die nicht heiraten. Also, das ist schon mal ein Beispiel dafür, dass das eine Männerreligion ist und die Frauen werden definitiv in der Hinsicht unterdrückt. Weil ich würde gerne auch als Christ, hätte ich vielleicht auch gerne eine Muslimin kennenlernen und mit der heiraten. Aber das ist bei euch verboten. Und sag nicht nein, das ist so. Ich weiß, dass das so ist. So einen Vers, genau, Ehren, ganz kurz und dann sofort du. Also so einen Vers, tatsächlich, ich persönlich, boah, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich kenne so einen Vers auch nicht, das besagt, dass die Frauen christliche Männer und Juden nicht heiraten darf. Ich glaube, es gibt keine doch, so einen doch, Vers. Das gibt es. Oder? Doch, gibt es. Doch, die andersgläubig. Das steht auch in der Bibel. Das steht auch in der Bibel. Okay. Ich sag mal so. Egal, wir sind jetzt beim Koran, also gibt es. Okay, könnt ihr mir den Vers vielleicht sagen? Hat jemand für mich den Vers? Vielleicht? Potato vielleicht. Warum ich? Ich weiß nicht. Ihr habt noch gesagt, das steht im Koran. Hat jemand für mich an dem Vers? Ich wollte das aufschreiben, wollte es selber danach. Aber okay, ihr könnt es in den Kommentaren dann schreiben. Okay, Ehren, führe Dankeschön. Vor. Dankeschön. Ja, das stimmt. Frauen dürfen nicht Christen und Juden heiraten. Das stimmt. Die Männer hingegen schon. Warum das so ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Aber ich weiß das es. Ist auch nicht, ich das kann dir sagen, Grund, warum das so ist. Das ist auch nicht der Grund, warum ich endlich hochgekommen bin. Es geht mir darum, dass meiner Meinung nach viele Christen denken, oder beziehungsweise Nicht-Muslime, sorry, dass viele Nicht-Muslime denken, dass die Frauen gefühlt keine Rechte haben und unterdrückt werden. Das ist nicht so. Warum? Im Koran, es gibt einen Hadith, wo unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der eine der besten unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Die Frau wird sehr, 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 sehr extrem geehrt, wie zum Beispiel die Mütter. Wir sagen, und dazu noch hinzufügen, genau, das hast du schön gesagt, der Hadith ist auch Sahih, da gibt es auch einen schönen Hadith, der auch authentisch ist, das besagt, dass die Frau wenig in der Religion ist und wenig im Verstand ist, ist gleich dumm. Das gibt's ja auch. Ich kenne diesen Hadith. Ja, aber der ist authentisch, warum sagst du nein?
Ja, ich weiß, bitte. Was du meinst. Dieser Hadith, ich weiß, ich Wallah Billah sogar, Gott ist mein Zeuge. Ich habe mich damit kurz befasst, weil ich das auch gehört habe. Ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, weil unsere Religion ist für die Frauen auch. Wir müssen Frauen ehren, deswegen wird das keinen Sinn machen. Und ich habe herausgefunden, dass dieser Hadith sich auf eine bestimmte Situation bezieht. Auf eine bestimmte Situation. Das wollte ich jetzt sagen. Weil es bezieht sich aber diesen Hadith, was du gesagt hast, das könnte ja auch eine bestimmte Situation sein. Aber wieso gilt jetzt dein Hadith, also nicht dein Hadith, sondern der Hadith, was du gerade gesagt hast, für alle Situationen und alle Orte, alle Zeiten, was auch immer. Aber den, wo ich jetzt gesagt habe, nicht. Wieso diese Dings einfach nur das picken, was dir gefällt oder euch gefällt oder wie dafür das nicht. Ich habe gesagt, dieser Hadith, den du gerade genannt hast, das bezieht sich auf eine bestimmte Situation, auf etwas Rechtliche. Ich weiß, ich kenne diesen Hadith. Ja, aber das kannst du auf die jetzige Situation ja auch nehmen, da der Islam ja perfekt ist und der Prophet Mohammed der beste Vorbild war für alle Menschen und alle Zeiten und etc. Ne? Und außerdem die Realität zeigt ja uns was ganz anderes. Ne? Die Realität zeigt uns auch nicht, dass Frauen in Führungspositionen irgendwo arbeiten, dass sie unabhängig vom Mann sich frei bewegen dürfen, so wie sie es möchten, also selbstbestimmt sein können, dass sie selbst für ihre Familien sorgen können, dass sie ohne die Zusicht eines Mannes ihr Leben einfach gestalten können. Das sehen wir doch auch, dass es nicht so ist. Das heißt, wenn wir uns dann eine Frau angucken im religiösen Sinne, ja, natürlich hat sie recht, aber alles im Rahmen von dem, was ein Mann ihr erlaubt. Da hat sie das Recht drauf und alles andere wird nur gut gesprochen. Ich meine, ich komme auch aus einer islamischen kulturellen und traditionellen Familie und ich sehe das ja auch. Ich bin doch auch nicht blind. Und das Beste, was ich fände, ist einfach, dass wir viel ehrlicher und offener sind und sagen, ja, vielleicht sind da irgendwelche problematischen Dinge im Koran, aber die sprechen wir an. Die deuten wir auch an und wir sagen zu unseren Gelehrten oder ich weiß nicht, wie ihr die nennt, dass es einfach nicht kongruent ist mit der Zeit, in der wir leben und die wir bearbeiten müssen. Das wäre doch viel ehrlicher, als zu sagen, 1400 Jahre wurde irgendwas gesagt und dem müssen wir halt folgen, weil anders funktioniert das Ganze nicht. Ich persönlich, ich kenne wirklich kein einziges muslimisches Mädchen, die jemals gesagt hat, ich fühle mich unterdrückt, ich fühle mich schlecht wegen meiner Religion, ich kenne keine. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Wie hoch glaubst du denn, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein random muslimisches Mädchen das ausgerechnet zu dir sagen würde, der du hier gerade postulierst, dass deiner Ansicht nach und aus deiner Theologie heraus die Frauen zu ehren seien? Also mit Verlaub, ich kenne auch kein muslimisches Mädchen, die zu einem random Muslim geht und sagt, hey, aufgrund unserer Religion fühle ich mich beeinträchtigt. Also sorry, da muss man ein bisschen auch bei der Realität bleiben. Bei allem Respekt, ne? Ich will dir nicht sagen, aus meinem Umfeld. Aber ja, aus seinem Umfeld erst recht nicht, genau. Ja. Ja, aus deinem Umfeld, ja. Weil ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja sowas wie Ehrenorde. Genau, das ist auch wichtig zu erwähnen. Der Ehren hat es auch erwähnt, dass er kennt solche Frauen nicht. Aber Ehren, du kannst es trotzdem auch nicht ausschließen, dass es trotzdem gibt, dass Menschen im Namen Allahs, Islam oder Koran, Sunna, was auch immer, alles zusammen, denkst, die meinen, die Menschen irgendwie so und so zu behandeln, weil die Quellen natürlich auch von Koran und Sunna gibt, auch wenn du das vielleicht nicht alles weißt. Klar, wir sind ja nicht alle wissen, aber die existieren ja, aber irgendwoher haben sie ja ihre Quellen, sonst würden sie ja nicht so handeln, die Muslime, die Gottergebene, ne? Genau. Ich sag mal so, wenn man gottesfürchtig ist, dann tut man vieles, was auch Gott verlangt und darunter gehört auch dieses Bedecken und Mahir, du darfst doch was sprechen, es tut mir leid, du hast vorhin mich etwas gefragt vor ein paar Stunden, da konnte ich nicht drauf zurückgreifen, weil ich nicht drauf antworten, weil ich los musste. Du sagtest das wegen dem Kopftuch, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich weiß nicht mal, was ich vor 10 Minuten gedacht habe, Bruder. Ah, okay, dann egal. Ich dachte, du kannst es vielleicht wieder gehen. Jailbreak wollte was sagen, Lara. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Lara fragt gerade nach der Sure. Das ist die Sure 2, Vers 221. Da wird so ein bisschen beschrieben, dass sowohl Frauen, die im Heidentum sind, nicht mit Männern verheiratet werden, bevor sie gläubig werden. Und auch umgekehrt, das steht zwar irgendwie dabei, dass einige Gelehrte behaupten, dass Mohammed auch selbst mit einer Christin und einer Jüdin liiert war und das deshalb für Männer nicht gilt. Aber in dieser Sure gilt es eigentlich sowohl für den Mann als auch für die Frau. Okay, danke schön.
Ich möchte ganz kurz, bevor ich glaube, also bevor wir in der Reihenfolge jetzt gehen, ich möchte ganz kurz was zu dieser Frau, zu der Freiheit der Frau noch was sagen. Was wir sehen, was ich höre zum Beispiel in meinem eigenen Kreis oder auch von Freunden und so, ist es nie, dass eine Frau sagt, oh, ich werde unterdrückt unter der islamischen Doktrine. Aber die sagen dann meistens, ich wünschte mir, ich hätte das auch machen können oder machen dürfen. Die, natürlich werden die nicht sagen, oh ja, es tut mir leid, oder ja, ich bin so unterdrückt oder so. Das sagen Menschen auch im Allgemeinen nicht. Das sagen Mahir, so reden Menschen nicht. Mahir, wir machen mal ein Gedankenexperiment. Also wenn ich in einem Verein bin und alle Mitglieder sind anwesend, ja, und bestimmte Mitglieder haben eine sogenannte Vorherrschaftsposition, sagen wir mal, ja, rein hypothetisch. Dann würde mein gesunder Menschenverstand mir auch vorab sagen, okay, ich werde hier diese Ansicht nicht vor allen Mitgliedern postulieren. Also das ist ein ganz natürlicher menschlicher Reflex, eben nicht damit zu hausieren, ja, und erst recht nicht, wenn du innerhalb dieser, ich nenne sie jetzt Vereine, ungeachtet dessen, welche Ideologie wir jetzt meinen, ne? Man hört ja auch sehr oft Menschen, die aus, vielleicht aus Religion oder aus Sekten oder whatever austreten, erst dann oder im Laufe der Jahre, ne, wird ein Traumata, eine Traumata-Bewältigung passiert im besten Fall. Und erst dann treten die Leute hervor und reden erstaunlicherweise über deren Erfahrung. Das heißt, es ist ganz menschlich und natürlich und nachvollziehbar, dass niemand damit hausiert. Einzelne Personen sicherlich, aber niemals im Kollektiv. Also deswegen macht es halt überhaupt keinen Sinn, sich die Frage zu stellen, ja, oder anzunehmen, ja, in meinem Umfeld gibt es halt keine Leute, die darüber reden, die aber meine Weltansicht teilen. Ja, das ist etwas tatsächlich sehr Normales, dass Menschen damit nicht hausieren. Ja, so, weil sie mitunter Repressalien fürchten, wenn nicht über kurz, dann häufig über lang. Wenn sie Glück haben, natürlich auch keine Repressalien, aber diese Angst schwingt immer mit. Wenn ich noch ganz kurz auch zwei Sätze verlieren dürfte, zurück aufs Thema. Hier geht es ja um Bekleidungsregeln. Hallo, Gerard. Guten Tag miteinander. Ich will jetzt, hallo. Hallo. Und zwar, ich will sorry, ich bin draußen, gell? Also sorry, deswegen. Ich muss mich auch manchmal muten. Ding. Okay, bitteschön. Alles klar, danke dir. Wurde jetzt viel gesagt, ich will nur spezifisch auf das Thema nochmal eingehen bezüglich der Kleidungsordnung. Fakt ist ja, dass das Ganze mit der Kleidungsordnung, hier wird jetzt viel über Islam geredet, aber es beschränkt sich ja nicht auf Islam. Wir leben hier alle in Deutschland und in Deutschland darf der Mann und die Frau auch nicht einfach so rumlaufen, wie sie wollen. Also wir dürfen nicht hier nackt rumlaufen. Es hat meiner Meinung auch nach gute Gründe, wieso es im Sittenrecht so gehandhabt wird. Und nochmal ganz kurz, der Mann, also der muslimische Mann, hat ja auch Kleidungsordnung, die er befolgen muss, nicht nur die Frau. Der Mann muss auch seinen Bauchnabel verdecken, seine Knie, und es ist auch logisch. Also ganz kurz, es geht hier schon um den Islam, hauptsächlich auch um die muslimische Frau, weißt du? Also sozusagen den Vergleich von uns menschliche Frauen, Entschuldigung, von uns westlichen Frauen und den muslimischen Frauen. Weißt du, was ich meine? Also es geht eher um die islamische Frau, die Bedeckung, ihre Bedeckung und wie gesagt auch ein bisschen so etwas im Islam, ne? Ist ja logisch, das ist ja die muslimische Frau, die Bedeckung, ne? Also es geht schon eher. Ich wollte nur darauf eingehen, dass, wie gesagt, dass die Bedeckungsregeln nicht explizit für die Frau sind, sondern auch für den Mann, und dass es auch logisch ist, dass hier wird auch immer Gleichberechtigung gleich Gerechtigkeit, ja, gleichgesetzt. Und das ist falsch, weil der Mann hat gewisse Bedürfnisse und die Frau hat andere Bedürfnisse. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Rechte, und das ist Gerechtigkeit, ja, wenn man individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse eingeht. Deswegen gibt es auch Frauenparkplätze zum Beispiel, ja, ein blödes Beispiel, aber das macht auch Sinn, ja. Und nochmal, dieses Kopftuch, ja, das steht ja nicht nur im Koran, das steht in allen heiligen Schriften, also in der Tora und in der Bibel. Okay, nur die Christen, die haben das jetzt irgendwie abrogiert, aber nirgendwo, also selbst, nirgendwo erwähnt die Bibel, dass es nur ein zeitliches Konstrukt sein sollte. Nein, das gilt sowohl als auch für die Christen, für die Juden und für die Muslimen. Aber wir haben ja das Zeitalter der... Mama.
Das ist doch völlig egal. Also guck mal, wenn wir, wenn jetzt heutzutage die Regierung sagt, wir sollen alle nackt rumlaufen, ja. Guck mal, ganz kurz, es gibt da einen riesengroßen Unterschied, und zwar die Bedeckung der Frau im Islam, das kannst du nicht mit der Bedeckung der Frau in der Bibel vergleichen, weil zum Beispiel die, so wie ich jetzt von den Christen das auch mitbekommen habe oder gehört habe, die haben gesagt, zum Beispiel, wenn sie ihre Bibel lehren oder ihre Sache lehren, die Frauen, dann sollen sie ihr Haupt bedecken. Und diese Bedeckung ist auch nicht wie die islamische Bedeckung, sondern das heißt, da kann ein bisschen Haare zeigen oder was weiß ich, Hals können sie zeigen also, und so. Hast du mal also, die da Nonnen gesehen? Da gibt es schon einen großen Unterschied. Und Nonnen, genau, sorry, und Nonnen, ja, warte, genau, und Nonnen, das ist ja also sozusagen ihre Arbeitsklamotten oder wie nennt man das auch immer, ne? Also das kannst du nicht vergleichen, aber eine muslimische Frau, das heißt, sie muss sich ja, sobald sie draußen ist oder mit fremden Männern, denkst, da muss sie sofort sie sich richtig bedecken, mit Hals, mit Haare, mit was weiß ich was, ne? Und da gibt es schon Unterschiede, das kannst du nicht vergleichen, bitte schön. Ja, und noch ein anderer Unterschied. Ganz kurz, was ich noch hier beherzigen würde, wir reden jetzt über Personen, die ein Kopftuch tragen, und hier jetzt im Chat ist keine Muslima mit einem Kopftuch dabei. Wäre ja auch mal interessant, vielleicht direkt von ihrer Perspektive mal die Dinge anzuhören. Ja, das ist vielleicht, ist sie jetzt keine Repräsentantin. Und es wurde auch ganz kurz letztes Jahr. Hab leider keine Anfragen von muslimischen Frauen mit Kopftuch, leider. Ja, das wollte ich gerade. Ich meine ja nur, wer interessant. Ja, dürfen die denn mit Christen reden? Muslimische Frauen mit Kopftuch. Es wurde auch gefragt, wieso, weshalb, warum, ja, es gemacht werden sollte oder muss. Ja. Da haben jetzt ein paar Brüder ein paar Gründe genannt, ja. Aber für einen Muslim wurde auch vorhin schon richtig erwähnt, ganz kurz, es steht im Koran, Punkt, Ende, aus. Ja, so wie es steht im Koran, man soll kein Fleisch essen, Schweinefleisch essen, Punkt, Ende, aus. Dass es jetzt, dass die Wissenschaftler jetzt entdeckt haben, dass es ungesund ist, dann ist einer der 100.000 andere Gründe, wieso es so ist. Nochmal ganz kurz, im Koran steht nochmal auch, beim Thema, was hat jetzt Fleisch mit Kopftuch zu tun, Alter? Habe ich gerade erklärt, aber ich gebe nochmal was, ein gutes Beispiel. Ich bin draußen, ich habe es nicht gehört, sorry. Ja, ein gutes Beispiel, im Koran steht auch, dass wenn die Frau fremdgehen, ja, und sie mit 4 Zeugen erwischt wird, dass sie 80 Peitschenhiebe bekommen soll, ja. Und da denkt sich ja jeder normale Mensch, ich auch, das ist ja schon krass, ja. Aber dann fängt ja erst die Recherche an. Das ist aber nicht richtig, oder? Also, wenn eine Frau fremdgeht, dann wird sie getötet. Nein, das steht im Koran, wenn es 4 Zeugen gibt, die es belegen. Und das ist schon der erste Punkt. Wenn eine Frau fremd geht, wann hat sie jemals 4 Zeugen? Und dann gibt es auch Hadithe, Tafsir, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es geht darum, dass man bei öffentlichen Sex, ja, darum geht's, Geschlechtsverkehr, dieses hat. Und jetzt nochmal, vor 20 Jahren wurde in der Schweiz, wir reden jetzt von einem der entwickelsten Ländern der Welt aktuell, gibt es Institute, Kurorte, wo Sexsucht mit Peitschenhiebe kuriert wird. Ja. Also es steckt immer eine Weisheit. Muss ebenso wenig richtig sein. Also drakonische Strafen, es gibt keine empirische Evidenz. Nein, das ist eine Kur. Das ist keine Strafe, es ist eine Kur. Whatever. Ich rede jetzt allgemein von, das ist ja eine drakonische Handlung. So, ob du sie jetzt unter dem Label Kur oder Sanktion verpackst, das ist ja nochmal wieder was anderes. So. Das sage ich aber ja nicht, das sagen ja die Wissenschaftler. Sirot, bei aller Liebe, es gibt keine globale empirische Evidenz dafür, dass Peitschenhiebe ein kollektives Gedächtnis auf etwas anderes konditionieren. Oder ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter. Du hast gerade die Schweiz genannt, aber ich möchte das mal, ich möchte hier anklinken mit einem weiteren Beispiel. Sagen wir jetzt mal auch die Todesstrafe. Irgendjemand ist der Meinung, okay, das ist angemessen etc. Da gibt es auch keine globale empirische Evidenz, dass die Todesstrafe oder irgendwelche Sanktionen, die aus irgendeiner psychologischen Abhandlung eine Folge haben, dass die andere Leute, die selbiges tun möchten, in irgendeiner Weise davon abhält. Also bitte, deswegen die Todesstrafe ist ja keine Erfindung der Muslime. In den USA gibt es die Todesstrafe, in China gibt es die Todesstrafe.
Das ist einfach ein Gesetz. Das ist doch nur relativieren gerade. Also, ja, das habe ich nicht gesagt. Kann ich ganz kurz zu der Behauptung was sagen, dass es 80 Peitschenhiebe sind? Also in der Sure 4, Vers 15 steht, und diejenigen von euch Frauen, die das Abscheuliche begehen, bringt 4 Zeugen, ne, die das bestätigen, und haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abruft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Also nur mal dazu von wegen 80 Peitschenhiebe. Ja, es kommt ja öfter, 80 Peitschenhiebe kommen vor. Du musst ja die 80 Peitschenhiebe suchen im Koran. Du hast jetzt was anderes vorgelesen, ja, okay. Nee, ich hab das mit der Sinna vorgelesen. Aber jetzt, ich verstehe immer noch nicht, Skirok, ich verstehe immer noch nicht, was dein Stand ist. Also, befürwortest du dann, was willst du eigentlich sagen? Ich will dich nur verstehen, du findest, dass Frauen Kopftuch tragen sollen, dürfen, müssen oder eher nicht? Aber oder? Muss jede Frau für sich selber entscheiden. Verstehe ich, okay. Cool. Ich bin niemand, um jemanden irgendwas aufzuzwingen. Ja? Jeder soll das machen, was er denkt, richtig dass es richtig ist. Ja? Aber Fakt ist, es gibt nur eine Wahrheit. Ja? Es kann nicht das oder das richtig sein. Es kann nur eine Sache richtig sein. Eins plus eins gibt zwei. Was ist deine Wahrheit? Nein, stopp, alles stopp. Das lasse ich hier auch nicht durch, denn es gibt keine die eine Wahrheit, sondern jeder Mensch trägt für sich seine eigene Wahrheit. Bitte das respektieren, kommt mir nicht mit irgendwelche fanatischen Äußerungen. Ich bin die Wahrheit, der Islam und so weiter. Bitte lass es sein. Also, was gibt es da zu diskutieren? Es ist keine Wahrheit. Nee, aber ich nehme das Fall tatsächlich. Ja. Und ich wusste auch nicht, wo du damit hingehst, weil irgendwie sind wir mit dir so ein bisschen auf die Berge gegangen, wir sind jetzt wieder runter. Lara, darf ich ganz kurz Ja, ich würde mich auch verabschieden. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Vielen Dank euch. Und danke, Jörg. Lest danke. Okay, danke, dass du da warst. Tschüssi. Ciao. Der Elko war nächster. Lara, darf ich ein paar Worte sagen? Ich bin hier. Ja, klar, wenn es beim Thema bleibt, bitte, gerne. Ja, klar. Also erstmal zu der Kopfbedeckung. Ich sag mal von Koranseite und von christlicher Seite, ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen da gehört, was überhaupt nicht stimmt. Das verwechseln die Leute. Also erstmal, Kopfbedeckung bei Christen ist nur bei Gottesdienst, bei Frauen, ja. Das viele wissen nicht, das steht in der Bibel, ja. Wenn es geht um Koran, da sieht die Sache ein bisschen anders aus, ja. Viele wissen Historie nicht, weil damals Kopfbedeckung war ja für Frauen gedacht, wo verheiratet sind, ja. Und die mussten das tragen, weil, wenn die rausgehen, dass die Leute erkennen, dass die Frau verheiratet sind. Leider. Sklavinnen damals als Frauen dürften keine Kopftücher tragen. Ja, das steht alles im Koran. Und ich wollte nicht jetzt da direkt hingehen, detailliert schreiben. Die Muslime sollen das selber lesen im Koran. Ich habe das gelesen und kenne das.